Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Der nächste Lies of P Boss Guide steht an. Diesmal geht's gegen die weiße Dame. Auch hier werde ich dir wieder meine Strategie, meine Tipps und Tricks zeigen. Es gibt hier wieder eine Spielmechanik, die den Kampf wirklich meiner Meinung nach enorm einfach macht, wo du überhaupt keine Probleme mit der weißen Dame haben solltest. Eine kleine Vorbereitung ist natürlich nötig. Du wirst es schon von dem letzten Boss Guide kennen, gegen den Ältesten der Bruderschaft. Deshalb lasse ich das Ganze hier mal laufen. Du musst einmal zurückreisen in den Malum-Distrikt und dann hast du hier einen Schwarzmarkthändler. Wie gesagt, ich gehe nochmal ganz genau bei dem Bossguide gegen den Ältesten der Bruderschaft darauf ein. Du musst ihm hier die Hasenmarke vorzeigen, dann hast du hier Zugriff auf seine Waren. Wie gesagt, das habe ich ganz genau in dem Collectible Guide und in dem Bossguide erklärt zu Kapitel 4. Und dann kannst du hier richtig schön einkaufen. Du kannst beispielsweise die Sägeblätter kaufen. Ich habe jetzt gespielt mit Streugranate. Wurfkugeln habe ich auch nicht gekauft. Musste dich für 4 Sachen entscheiden. Thermit, Wurfzellen und hier fülle ich nochmal meine Körperflüssigkeiten auf. Dadurch wird dann der Fight gegen die weiße Dame meiner Meinung nach enorm einfach. Du kannst sie hier auf Distanz halten. Hier siehst du nochmal meine Ausrüstung. 5553. Also ich habe hier wirklich eine Menge Wurfgegenstände, womit ich sie dann sehr, sehr gut auf Distanz halten kann. Es gibt einen Angriff, wo du der weißen Dame richtig, richtig einschenken kannst. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen, wo du dann wirklich werfen solltest, was das Zeug hält. Am Anfang kannst du sie einmal schon relativ gut treffen. Das Problem bei diesem Bossfight ist grundsätzlich, dass die weiße Dame enorm schnell ist. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Deshalb brauchst du auch so viele Wurfgeschosse. Weil du wahrscheinlich, außer du hast deutlich mehr Skill als ich, was ich hoffe, sehr, sehr oft vorbeiwerfen wirst. Ich habe sehr, sehr oft vorbeigeworfen. Sie weicht dann den Angriffen aus. Jetzt habe ich sie nochmal ganz gut getroffen. Du kannst natürlich hier ein paar Hits kassieren, so wie ich jetzt. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst dich dann zwischendurch mal heilen. Aber du musst hier schon, trotz allem, wenn du es hier relativ einfach haben willst, ein bisschen ihre Bewegungsmuster verfolgen. Das war natürlich hier jetzt Mist, die letzten 8 Sekunden, die Sequenz. Hier habe ich sie jetzt wieder sehr, sehr gut erwischt. Gerade mit Thermit ist es natürlich sehr, sehr gut. Und das ist der Angriff, wo du hier richtig einschenken kannst. Die bleibt dann für ein paar Sekunden stehen. Und du siehst, wie ich da jetzt drauf feuer. Wirklich wie ein Wahnsinniger. Normalerweise kannst du sie dann immer 3-mal treffen. Wie gesagt, ich denke, mit Thermit ist es relativ gut. Hast du hier noch ein bisschen Langzeitschaden. So, jetzt kommt der nächste Angriff. Da bleibst du wieder stehen. Du siehst, ich habe einen kleinen Ausfallschritt gemacht. Und jetzt werfe ich hier wirklich drauf, wie der beste Baseballspieler aller Zeiten. Volles Programm. Du siehst, ich habe jetzt schon keine Wurfgeschosse mehr. Hab leider den letzten daneben geworfen. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass deine blauen Balken noch zusätzlich aufgefüllt sind. Das habe ich eingangs vergessen zu sagen. Da kannst du hier nochmal einmal Dreieck gedrückt halten für deinen persönlichen Spezialangriff. Ja, das habe ich jetzt hier gemacht. Und dann habe ich hier richtig eingeschenkt. Noch einen kleinen Finisher am Ende. Und dann ist der Kampfgeschichte. Also wie gesagt, schön die 3 blauen Balken hier auffüllen, damit du das auch noch mal in petto hast gegen sie. Relativ einfach, muss gegebenenfalls ein paar Gegner eliminieren, sind sehr schnell voll die Balken. Dann hier schön die Wurfgegenstände alle einkaufen beim Schwarzmarkthändler. Und dann bist du hier sehr, sehr gut für den Kampf gerüstet. Das waren meine Tipps und Tricks, mein Guide zu der weißen Dame. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen, falls du Probleme hattest mit dem Bossfight. Bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut, bis bald und tschüss.